Die Familie Wolny wächst unaufhörlich. Mit Sarafinas süßer Hope Angel Silvia und Lavonias Nachwuchs wird es im Wolny-Haus immer enger. Deshalb haben sie beschlossen, ihr Zuhause in Deutschland umzugestalten. Doch der Umbau verläuft alles andere als reibungslos. Kennt ihr das? Man beginnt mit einem Raum und plötzlich sieht die ganze Wohnung aus wie ein Schlachtfeld. Hier ist momentan echt Chaos, offenbarte Sarafina kürzlich auf Instagram. Und jetzt spricht auch ihr erschöpfter Ehemann Peter über die Strapazen. Hallo, ihr Lieben. Ja, ich sehe ein wenig mitgenommen aus. Die letzten Tage waren wirklich hart, klagt er. Wir sind gerade inmitten eines Umbaumarathons, renovieren drei Zimmer und stellen ein weiteres wieder her. Besonders Peter hat in den letzten Tagen gelitten. Meine Knochen schmerzen, mein ganzer Körper schmerzt. Ich kann meine Finger kaum bewegen. Das ist echt heftig. Aber aufgeben? Das kommt für den dreifachen Familienvater nicht in Frage. Man sagt ja immer, dass man alles für seine Kinder tut und weiter auf der Leiter klettert. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag bei diesem wunderbaren Wetter da draußen. Es ist zwar wirklich anstrengend, aber andererseits komme ich bei Regenwetter auch nicht so oft raus. Das hat auch seine Vorteile. Wir hoffen, dass die Bauarbeiten bald abgeschlossen sind, damit Peter sich endlich entspannen kann. Lasst uns in den Kommentaren wissen, ob ihr euch auch schon einmal im Umbauchaos wiedergefunden habt.